Ja, was ist der Mehrwert von Interimsmanagern? Da muss man, glaube ich, erstmal damit beginnen, was ist denn grundsätzlich der Wert von einem Interimmanager? Ein Interimmanager wird ja angeheuert, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, beispielsweise Kosten zu optimieren. Ich kann jetzt nicht natürlich für alle Interimsmanager sprechen, ich kann nur für mich persönlich sprechen. Angenommen, ich werde dafür engagiert, um Kosten zu optimieren, dann ist mein persönlicher Mehrwert, dass ich mich eben nicht nur auf das Senken der Kosten konzentriere, sondern gleichzeitig auch schaue, wie kommt frische Kohle rein, wie kann ich die Umsätze und die Gewinne erhöhen, das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Oder ich werde engagiert, um den Vertrieb nach vorne zu bringen, dann schaue ich nicht nur, dass wir die Umsätze pushen, sondern ich schaue mir auch die ganzen Prozesse an, um zu sehen, dass wir eben auch die Prozesse optimieren. Und schaue also nicht nur mit Scheuklappen auf die Aufgabe, sondern gehe das Ganze ganzheitlich an. Der zweite Mehrwert, auf den ich persönlich sehr stolz bin, ich habe eine sehr hohe Schrittgeschwindigkeit und es ist mir immer wieder gelungen, Gott sei Dank, die Erwartungen meiner Kunden nicht nur zu übertreffen, sondern wesentlich früher zu übertreffen, als sie das angesetzt und erwartet haben. Meine persönliche Mentalität als Interimsdienstleister ist ja auch, Interim kostet viel Geld und insofern ist mein Ziel, mich so bald wie möglich selbst überflüssig zu machen. Der dritte Mehrwert, den ich biete, ist eine 12 Monate Nachsorge. Das heißt, mein Mandat ist nicht mit dem letzten Tag beendet, sondern ich biete meinen Auftraggebern für die kommenden 12 Monate ein monatliches Follow-up an, in dem wir nochmal ein Teams-Meeting haben, einmal im Monat, um eben sicherzustellen, dass die Dinge, die wir gemeinsam implementiert haben, nachhaltig implementiert sind, dass vielleicht noch offene Arbeitsstränge gut abgeschlossen werden und das ganze Paket rund ist und man nicht weggeht aus dem Mandat und dann bestimmte Verhaltensweisen oder Arbeitsweisen wieder in die alten Muster verfallen. Das sind persönlich meine Mehrwerte. Wie gesagt, ich kann nicht für die anderen Interimskollegen sprechen. Aber es gibt ja eine objektive Messlatte, den ROIM, den Return of Interim Management. Und der lässt eigentlich immer nachweisen, dass der Einsatz eines Interimsmanagers auf jeden Fall mehr als wirtschaftlich ist. Also ROIMs im zweistelligen Bereich sind nicht selten, oft kann ein Interimmanager das 20-fache seiner eigenen Kosten wieder einfahren im Mandat.